ein Gebäude, das nachhaltig gebaut wurde und auch den ökologischen und gesundheitlichen Ansprüchen entspricht, denke ich, ist ein Bau, der aus nachwachsenden Rohstoffen realisiert wurde, wie jetzt dieses Betriebsfabrikationsgebäude. Und natürlich bedingt es eine hohe Energieeffizienz. Bei Minergie kennen wir vier verschiedene Gebäudestandards. Minergie A steht für Plus-Energiebauten, Minergie P für 3-Liter-Häuser und Minergie für ein 3,8-Liter-Haus. Und bei all diesen Standards kann man den Zusatz ECO entsprechend realisieren. Das sind dann Gebäude, die hohe Anforderungen erfüllen müssen bezüglich Baugesundheit und Baubiologie. Eine Minergie-Zertifizierung ist der Prozess, nach welchem ein Gebäude nach unseren Anforderungen zertifiziert wird. Und zwar, das Gebäude wird vom Kanton zertifiziert. Das heißt also, der Standortkanton ist zuständig für die offizielle Zertifikatsübergabe an den Hausbesitzer. Bauen in Holz ist wieder in Trend und hat eine Renaissance erlebt, weil es unterschiedliche Rahmenbedingungen in den letzten Jahren gegeben hat, die geändert haben. Der erste Punkt ist, viele Leute haben Weiterbildung gemacht. Wir haben in der Schweiz ein sehr gutes Bildungssystem an den Fachhochschulen. Dann wurden die Normen angepasst zugunsten von Holz. Und Holz ist ein Baustoff, der für industrielle Fertigung sehr geeignet ist und großes Potenzial hat. Der Wohnkomfort ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Es ist wichtig, dass ein Gebäude sehr gut isoliert ist, damit man Behaglichkeit hat im Innenbereich, dass die Wohnhäuser gelüftet sind, damit die Menschen immer frische Luft haben. Dann nutzen wir zusätzlich die Sonnenenergie, das schafft helle, schöne Räume. Und am Schluss ist Holz ein ökologischer Baustoff, der nachwächst und CO2-neutral ist. Wenn ein Gebäude mit dem Minergie-Zertifikat ausgezeichnet wurde, hat ein Gebäude eine Komfortlüftung und diese Lüftung sorgt für konstant frische Luft, ohne dass die Fenster geöffnet werden müssen. Und selbstverständlich ist ein zertifiziertes Minergie-Gebäude ein Gebäude mit sehr guten Fenstern und einer sehr guten Gebäudehülle. Die Zertifizierung nach Minergie bietet dem Hausbesitzer verschiedene Vorteile. Erstens bekommt er dank dem Zertifikat bei verschiedenen Banken günstigere Hypotheken. Die werden zum Teil auch Minergie-Hypotheken genannt. Dann ist es auch eine Auszeichnung für den Komfort. Und da profitieren natürlich alle Bewohner des Hauses und auch der mögliche Käufer später einmal. Im Innenbereich muss Holz nicht behandelt werden. Im Fassadenbereich kann man Holzfassaden natürlich belassen. Dann vergrauen sie. Die Leute, die das nicht mögen, haben die Möglichkeit, Fassaden zu behandeln. Und dann haben wir Lebensdauern zwischen 5 und 20 Jahren. Und jede Behandlung ist nach einer gewissen Zeit zu erneuern, egal ob das auf Mauerwerk oder auf Holzfassaden ist. Wer heute baut, sollte unbedingt besser bauen, als der Gesetzgeber das vorschreibt, zum Beispiel eben nach Minergie oder nach Minergie A. Und wichtig ist natürlich, dass er die richtigen Fachleute beizieht. Und die ausgewiesenen Fachleute findet er auf dem Minergie-Adressportal. Und zudem empfehle ich immer wiederum, dass Bauherrschaften Häuser besichtigen, mit Bauherrschaften sprechen, warum sie nach Minergie gebaut haben und was sie zum Beispiel anders machen würden. Holz ist nachhaltig, ökologisch, CO2-neutral. Innen und außen wird Holz mit Sicherheit ein Rohstoff und ein Baustoff der Zukunft sein.